Hallihallo, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Ich habe meinen Mikrofonpegel angepasst und hoffe, dass ich euch jetzt hier nicht so anschreie. Hier atmet jemand laut. Das ist Sarina. Hier sehe ich so komisches Licht. Naja, ich gehe mal hier an den Gen. Heute war der Rang-Reset. Sarina atmet aber echt laut. Ich dachte schon, es wäre der Michael Myers, aber nein. Das ist jemand mit einer Kettensäge. Heute war der Rang Reset und ich hatte mich so richtig schön hochgespielt auf Rang 5, fast 4. Ja, und jetzt bin ich Rang 9. Und jetzt muss ich mich wieder hochsneaken. Und damit fange ich jetzt auch direkt an. Wenn, dann kommt er von dort. Wo ist ein Bubba? Wow. Nein. Die Bubba. So, und weil ich kein Medikit mehr habe, musste ich innere Kraft mitnehmen. Ja, was mich ja auch zwingt, Totems weiterhin zu machen. Ich habe außerdem geliehene Zeit nochmal mit. Auch weil ich in der letzten Runde mit dem Bill nicht komplett erklärt habe, wie es funktioniert. Also es war so ein bisschen lückenhaft. Bin ich ihm schön reingerannt, ne? Mal schauen, von wo er kommt. Okay. Felix hat ihn mir abgenommen, vielen Dank. Absichtlich oder nicht, ist dahingestellt. Ja, ich habe ein bisschen vorher aufgehört, weil ich dachte, vielleicht heilen wir uns ja. Ich will auf jeden Fall Barbecue und Chili haben. Mal gucken, ob ich mich hier verstecken kann. Ja, geliehene Zeit gegen einen Bubba ist natürlich auch so eine Sache. Aber ich laufe jetzt mal nicht hin. Aber er kommt eh schon zu mir. Okay. Bei der geliehenen Zeit ist es nämlich noch wichtig dazu zu sagen, ich gucke zwischendurch immer nach dem Totem, dass geliehene Zeit nur triggert, ich hatte es eigentlich angesprochen, aber es war so auseinandergepflückt, es triggert nur, wenn man im Terrorradius des Killers ist. Nur dann bekommt derjenige, der gerettet wurde, auch so eine Art Schutzmantel. Und das Gefährliche ist, dass jemand anderes die Totems hier macht, dass bei Killern, die keinen Terrorradius haben, geliehene Zeit auch nicht triggert. Also beim Geisti zum Beispiel. Mann. Ich laufe immer wieder in dieselbe Ecke hier, ne? Magst du mich heilen? Danke. Beim Geist zum Beispiel. Wenn der unsichtbar ist, dann hat er keinen Terrorradius. Oder richtig fies, das musste ich schon auf die ganz fiese Art lernen. Dankeschön. Beim Freddy ist es nämlich so, ja, Freddy hat einen Terrorradius. Sobald man aber von Freddy geschlagen wird, ist man in der Traumwelt und hat dann keinen Terrorradius mehr, sondern das Lied. Das Lied zählt nicht als Terrorradius.
Und genau in dem Moment, wenn er einen schlägt, wird man. Ich biete mich mal an. Wie auch immer, aber irgendwie wollte ich mich anbieten. Hat nicht geklappt. Sie heilt sich selber, na gut. Ja, deswegen gegen Freddy funktioniert geliehene Zeit nicht, gegen Michael Myers funktioniert geliehene Zeit nicht. Gegen Ghostface nicht und gegen das Schweinchen auch nicht, wenn es geduckt ist. Also alle, die keinen Terrorradius zu dem Zeitpunkt haben und trotzdem in der Nähe rumhängen. Ja. Genau, ich gehe jetzt mal nicht retten. Ich wollte mich ja mal hier weiter rumsneaken. Nach oben sneaken. Ja. Deswegen habe ich das Perk von Jake dabei. Eiserner Wille. Deswegen war ich auch nicht so laut. Ich habe echt noch kein Totem gefunden, ne? Also ein zerstörtes bisher. Aber man muss auch sagen, für einen Bubba sehr fair gespielt bisher. So, da hinten ist der nächste schon wieder in der Jagd. Ich gucke mal hier so durch die Gegend. Vielleicht finde ich ja noch mal was Schönes. Oh, da hier arbeitet noch jemand. Also Bobo geht immer richtig brav vom Haken weg, wenn er jemanden aufgehangen hat. Und dafür hatte ich hier schon echt Pressure, ne? Also. Und er zieht die Kettensäge gar nicht so oft. Also, keine Ahnung. So, und wir sind fertig. Nöt wäre eigenartig mit dem Bubba. Ist da schon jemand am Ausgang? Ich gehe mal kurz gucken. Seitdem. Oh, ich. Ach, hier war der Ausgang. Nee, nee. Er hat dagegen gesägt, sehr schön. Oh. Okay, hat er mich nicht gesehen? Was ist los bei ihm? Der hat mich nicht gesehen. Witzig. Ja, in letzter Zeit habe ich nicht so viel aufgenommen, weil die Runden immer ein bisschen lang waren, komischerweise. Also ich habe aufgenommen, aber ich gehe mal einfach raus. Oder ich warte hier noch ein bisschen. Ja, und dann wollte ich das nicht hochladen, weil so lange Runden, wenn man hier nur so rumhängt, die ganze Zeit sind ja auch nicht so spannend zum Zugucken. Auch als Killer habe ich teilweise Runden, die 25 Minuten gedauert haben. Und ganz im Ernst, wer guckt sich 25 Minuten an? Kommst du rüber? Hast du Bock? Willst du noch ärgern? Ich glaube, Bubba hat aufgegeben. Ich gehe mal raus.
Ich dachte, ich könnte ihm noch einen Schlag gönnen. Der hat ja offensichtlich sehr fair gespielt, aber ist nicht so mit dem Bubba klargekommen. Hat irgendwo gegengesägt aus Versehen. Ich habe einen Pip gekriegt. Schon wieder auf dem besten Weg nach oben. Oh ja, heute Rang-Reset. Rang 16. Naja, naja. Und ein Consolero hier auch. Oder Consol. Nee, Mister Consolero. Ja, gut. Dann gucken wir mal, was die anderen machen. Der ist noch am Haken gelandet. Wie ist der denn noch am Haken gelandet? Okay. Das ist ärgerlich. Okay. Was passiert da? Ich verstehe es nicht. Was spielen die für ein Spiel? Spielen die dasselbe wie ich? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was das für eine Kommunikation war zwischen den beiden. Ich sag mal, na, sie hat sich noch Punkte geholt hier für die Jagd, also gejagt werden. Aber keine Ahnung, ey. Na gut, GG. Nur ein Perk, ich hab's ja gesagt. Bis dann.